Herr Brug. Frau Dr. Mühling. Früher nannte man das ja Freakshow. Heute heißt es Diversity, was im Tannhäuser, den Tannhäuser so schön bunt macht. Ja, und wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, dem alten Wagner hätte das gefallen. Der Videopodcast wird Ihnen präsentiert von der Entmannsberger Bank. Oskar ist eine Anlehnung an Oskar Mazzarath aus der Blechtrommel. Das hat sich der Regisseur überlegt als verrückte Gruppe im Tannhäuser. Das ist ja einmal die Dark Queen und meine Wenigkeit und Venus halt und Tannhäuser. Ne? Wir sind halt die Anarchisten, wir sind halt diejenigen, die das freie Leben im Gegensatz zur Tannhäuserwelt, zur Hochkultur. Im ersten Akt ist es ja so, dass wir halt unterwegs sind. Wir fahren zum Burger King und holen uns was zu essen. Der Polizist wird totgefahren, wird im Video erklärt. Ja, und im zweiten Akt stürmen wir halt die Wartburg, ne? Also das Festspielhaus und dann eben dementsprechend die Wartburg, weil wir eben Tannhäuser da rausholen wollen. Und im dritten Akt, ja, ich meine, Oskar hat halt auch, das ist halt ein ganz Lieber, der auch eine Verbindung zu Elisabeth hat. Natürlich auch im dritten Akt, das ist die eine Geschichte, Elisabeth stirbt, aber es ist halt auch so, dass Oskar halt scheitert, weil ich ja halt übrig bleibe. Ich habe meinen Schrottplatz, aus mir ist nichts geworden. Frei im Wollen, frei im Tun, frei im Genießen ist gescheitert. Das ist vielleicht auch diese Geschichte, wo ich zur Toilette gehe und dieses Plakat als Klopapier nutze. Und Logato hat es geschafft. Ne? Er hat es geschafft, die Uhr, die Marke, er hat den Durchbruch geschafft und ich scheitere halt. Der Teich ist halt das erste Mal in diesem Jahr eine Pausenbespielung. Und ich spiele auch Schlagzeug und das haben wir halt uns als Pausenprogramm überlegt, indem wir runtergehen und Logato Songs von sich gibt und ich halt die alten Wagner-Rezitate von mir gebe. Die passt wunderbar, das wird super angenommen, die Leute sind begeistert. Es kommt ja auch noch eins hinzu, hier auf dem Hügel Karten zu bekommen, ist ja nicht einfach. Und das Pausenprogramm ist for free, es kann jeder kommen. Frau Dr. Bühning. Herr Brug. Ich finde das ja süß. Wir haben einen Nachfolger für Patrick Seibert, den Manni. Ja, aber anders als Patrick Seibert ist es mit dem Manni so, dass das ganz rührend ist, ganz wunderbar. Also bei Patrick muss ich immer lachen und bei ihm hier ist es zum Weinen, wie er am Ende Elisabeth mit Chili con Carne füttert.